Zeuge Willi Osthüß, Deutschland, Rechtsanwalt, 57 Jahre, 147. Verhandlungstag, 29.03.1965. Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses? Ich habe nichts dagegen. Herr Zeuge, während des Kriegs waren Sie als SS-Richter tätig? Stimmt das? Ja, also ich wurde 1941 schwer verwundet an der Ostfront und kam dann über das Ersatzbataillon, war zeitweilig jedenfalls nicht KV und wurde dann als SS-Richter angefordert. Als SS-Richter angefordert? Und kam zum SS- und Polizeigericht Römisch 6 in Krakau. Römisch 6 in Krakau. Und hatten Sie dort an diesem SS- und Polizeigericht auch Fälle von Befehlsverweigerung zu entscheiden? Ja, die Befehlsverweigerung war ja unter anderem auch ein militärisches Delikt und als solches unterlag sie ja der Kriegsgerichtsstrafbarkeit. Richtig. Und deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie derartige Fälle praktisch zu entscheiden gehabt haben. Jawohl. Ja. Handelte es sich bei diesen Befehlsverweigerungen, es war also nicht so, dass Fälle der Befehlsverweigerung aus irgendwelchen Gründen, die wir hier nicht näher zu erörtern brauchen, im administrativen Weg erledigt wurden? Ja, das ist vielleicht das Kernproblem, nehme ich an, meiner Vernehmung. Dann möchte ich Folgendes sagen. Grundsätzlich war auch für den Bereich der Sicherheitspolizei und des D, also alle die Angehörigen des Reichssicherheitshauptamtes und der untergeordneten Stellen, das Kriegsstrafrecht maßgeblich. Aber während die Untersuchungsführung sonst bei dem Gerichtsoffizier und dem Untersuchungsführer beim zuständigen SS- und Polizeigericht lag, hatte der Bereich der Sicherheitspolizei SD eigene Untersuchungsführer. Die waren beim KDS oder beim BDS. Und Befehlshaber, der BDS heißt? Befehlshaber der Sicherheitspolizei. Der Sicherheits- und KDS? Kommandeur der Sicherheitspolizei. Ja. Das waren also diejenigen, die über dem örtlichen Polizeipräsidenten, wie wir es nennen wollen, standen. Ja. Nun, und, darf ich da etwas einwerfen? Sie sagten eben, die Disziplinarordnung war anzuwenden. Bei Befehlsverweigerung kam ja wohl mehr das Militärstrafgesetzbuch in Frage. Nein, ich habe von Disziplinarordnung nichts gesagt. Nein, so, dann habe ich mich verhört. Ja. Ich habe gesagt, das Kriegsstrafrecht war anzuwenden. Gut. Ja, und nun sagten Sie also, für die SS und Sicherheitspolizei waren besondere Untersuchungsführer eingesetzt. Nein, das ist auch nicht ganz richtig, Herr Vorsitzender. Denn zur SS gehörte ja auch die Waffen-SS. Ich war Angehöriger der Waffen-SS und war von der Waffen-SS gekommen. Für uns war das eine Selbstverständlichkeit. Wir waren ja aufgebaut, im Rahmen des Heeres waren wir eingesetzt. Und für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass die SS-Kriegsgerichtsbarkeit, also die Standfesten und die sogenannten Feldgerichte der einzelnen im Einsatz befindlichen SS-Divisionen, dass die sowohl prozessual wie auch strafrechtlich gesehen sich zu richten hatten nach den geltenden Wehrmachtsgesetzen. Und das war einmal die Kriegsstrafverfahrensordnung und die Militärstrafgesetzbuch. Ja, es hieß noch etwas anders, kriege ich Ihnen das. Und eine einzige Ausnahme von dem allen gab es. Wir haben genau dasselbe getan, was jeder Richter beim Feldgericht gemacht hat, also bei den Wehrmachtsgerichten gemacht hat. Eine einzige Ausnahme gab es, und das war, Himmler hatte angeordnet, dass für den Bereich des Reichssicherheitshauptamts bis zur letzten Gliederung eigene Untersuchungsführer eingesetzt waren, die uns zwar fachlich unterstellt waren, den SS-Gerichten, aber denen gegenüber wir keine Weisungsbefugnis hatten, sondern die behielt
der Befehlshaber der Sicherheitspolizei bzw. das Reichssicherheitshauptamt. Und so kam es, dass wir aus diesem großen Kreis des Reichssicherheitshauptamtes mit den letzten Gliederungen nur die Fälle zur Aburteilung bekommen haben, zur Untersuchung oder zur rechtlichen Überprüfung, wie Sie es nennen wollen, nur die Fälle bekommen haben, die mit Anklage zum SS- und Polizeigericht kamen. Wir hatten keine Möglichkeit, zum Beispiel, wenn wir gehört hatten, dort und dort ist irgendeine strafbare Handlung begangen. Und wir haben gesagt, hört mal, ihr habt das nicht untersucht, gebt uns mal einen Ermittlungs- oder Tatbericht. Das konnten wir nicht verlangen. Wir konnten auch nicht einschreiten, wenn eine Maßnahme oder wenn eine disziplinäre, interne Strafmaßnahme getroffen wurde, dort, wo nach unseren Ansichten und dem geltenden Kriegsstrafrecht ein Verfahren vor dem SS- und Polizeigericht hätte stattfinden können. Das war also ein abgeschirmt. Wir haben damals dagegen Sturm gelaufen. Wir haben also ein großes Exposé ausgearbeitet und eine ziemlich umfangreiche Fallsammlung angelegt, um nachts und haben dem Hauptamt des SS-Gerichts, das war die ministerielle Instanz, über die wir nicht umgehen konnten. In München? In München, ja. Den haben wir das vorgelegt und haben erreichen wollen, dass diese Sicherheitspolizei eigene Untersuchungsführung fallen gelassen wird, weil wir der Meinung waren, dass dadurch Fälle, die zweifellos hätten bestraft werden müssen, der Bestrafung entzogen wurden, dass aber auch Fälle, die gerichtlich hätten untersucht werden müssen, intern geahndet wurden. Wir haben das leider nicht durchsetzen können, jedenfalls nicht mehr zu meiner Zeit. Ich bin also 1944 dort weggekommen. Ich war 1943 noch nach Berlin gekommen, zum SS-Polizeigericht 1, Römisch 1, Berlin. Und ich habe gehört, jetzt in irgendeinem der Prozesse, dass später, also Ende 1944 oder wann, irgendeine solche Bestimmung erlassen worden sein soll. Ich glaube, das Institut für Zeitgeschichte in München, die hat dann das ausfindig gemacht. Aber in der Praxis hat sich das jedenfalls zu unserer Zeit nicht ausgewirkt. Es blieb bei der SD-eigenen oder Sicherheitspolizei-eigenen Untersuchungsführung. Ja, das wäre die eine Seite. Nun die andere Seite. War es möglich, seinerzeit auf dem sogenannten administrativen Weg Dinge zu bestrafen, die ein SS-Gericht nicht bestraft hätte? Ich will also einmal den theoretischen Fall annehmen, dass in einem Falle, zum Beispiel der § 47 des Militärstrafgesetzbuchs, hätte zur Anwendung kommen müssen und ein Gericht hätte hier zu einem Freispruch kommen müssen, dass in einem solchen Fall auf dem administrativen Weg, ohne dass die Sache dem SS-Gericht vorgelegt worden ist, jemand, will ich mal sagen, mit dem Tode bestraft worden ist. Ob mit dem Tod, das weiß ich nicht. Ich muss dann etwas weiter aushalten. Also ich weiß eines, dass zweierlei geschehen ist. Einmal sind Fälle, die hätten bestraft werden müssen, nicht bestraft worden. Ja, das sagt man. Und zum anderen sind Fälle, in denen man hätte untersuchen müssen, ob eine strafbare Handlung vorliegt. Und hier ist es der § 47 des Militärstrafgesetzbuches, Befehlsbeweigerung im Fall eines ungerechten oder rechtswidrigen Befehls. Auch diese Fälle sind vorgekommen, die sind nicht zu uns gekommen. Ob in dem Fall die Todesstrafe ausgesprochen worden ist, ich glaube, dass es vielleicht falsch ist, dann überhaupt von einer Todesstrafe zu sprechen, denn dann hat ja Strafe ist immer, hat jedenfalls in meinen Augen immer Bezug zum ordentlichen Gerichtsbarkeit. Es wurden eben Maßnahmen getroffen, dass der Mann irgendwie die Konsequenzen ziehen musste. Wir haben ja Fälle gehabt in der Sicherheitspolizei, denen haben wir damals versucht nachzugehen. Wir haben ihn nicht nachgehen können, dass Leute einfach an die Front geschickt worden sind und irgendeine Einheit und dann ein zusätzlicher Befehl vom Reichssicherheitshauptamt, dass sie zunächst mal auf ein halbes Jahr lang ohne Urlaub
zu belassen sind und bei jedem Stoßtrupp und Spähtrupp einzuteilen sind. Die Fälle hat es gegeben. Ja. Nicht? Das war natürlich praktisch ein Himmelfahrtskommando. Ja. Nun, dieses an die Front schicken, das war ja lediglich eine Sache im Rahmen der Befehlsgewalt. Es konnte ja ein Kommandeur oder noch eine höhere Stelle jederzeit bestimmen, wo der einzelne Mann eingesetzt wurde. Ja. Bitte? Das ging nicht. Das war doch so, den Einsatz in der Waffen-SS, wir müssen unterscheiden, den Einsatz in der Waffen-SS hatte ja grundsätzlich das Kommandoamt der Waffen-SS. Ja. Nicht? Das setzte die einzelnen Einheiten in Verbindung mit der Wehrmacht ein. Dann gab es ja aber sogenannte Strafbataillone, Strafeinheiten und Sonstiges. Hier hatte zum Beispiel das Reichssicherheitshauptamt ohne weiteres die Möglichkeit, im Dürrlawanger 10 Leute zu überstellen. Die hat er natürlich mit Kusshand genommen. Ja. Nicht? Aber ich muss immer wieder betonen, ich weiß die Zusammenhänge und weshalb das gemacht worden ist, die weiß ich natürlich heute erst aus der Rückschau. Ja. Zum damaligen Zeitpunkt ist uns nur aufgefallen, dass es also Fälle gab, wo ganz klar Verbrechen begangen waren, die nicht verfolgt wurden. Jedenfalls für uns erkennbar nicht verfolgt wurden. Und wir kannten andere Fälle, wo unserer Meinung nach ganz klar und eindeutig irgendein strafbares Verhalten nicht oder jedenfalls nicht in dem Sinne vorlag, in dem es behauptet wurde. Und auch da hatten wir keine Möglichkeit einzugreifen. Wir haben es versucht, aber diese Versuche sind jedenfalls zu unserem Zeitpunkt, also bis 1944, vergeblich. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang bekannt geworden, ob Leute, um jetzt mal ganz konkret zu fragen, die sich geweigert hatten, unbewaffnete Menschen zu töten, ob solche Leute auf diesem Wege eben entweder zu Tode gekommen sind oder ob sie meinetwegen ins KZ gekommen sind oder zu Dirlewanger. Hohes Gericht, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Ich muss dazu ausführen, ich habe mir natürlich nachträglich Gedanken über das ganze System oder über die Zusammenhänge gemacht. Und ich bin heute der Überzeugung, dass die Bildung einer eigenen Untersuchungsführung im Bereich des Reichssicherheitshauptamts bis in die letzten Verästelungen eine unbedingte Notwendigkeit war, wenn man überhaupt die Endlösung der Judenfrage, bitte in Anführungsstrichelchen, wenn man die geheim halten oder möglichst lange geheim halten wollte. Denn bei uns, bei unseren SS-Gerichten war es so, dass wir, soweit wir ortsgebunden waren, das waren also so 8 Gerichte etwa in Deutschland, dass wir zum großen Teil einfach reine dienstverpflichtete Kräfte aus der allgemeinen Justiz hatten, bei denen Mädchen Sekretärinnen waren und Geschäftsstellenleiterinnen, die noch nicht mal in der Partei waren. Und nun, wenn ein solcher Fall zu uns gekommen wäre, hätten wir natürlich gefragt, ja, erstmal, wenn eine Befehlsverfeigung vorliegt, ist die andere Frage, wo ist der Befehl? Wer hat den Befehl gegeben? Dass ein Kommandeur einen solchen Befehl nicht geben konnte, das war uns klar. Wir hätten also geforscht, denn der Kommandeur hätte sich wahrscheinlich darauf berufen, es ist ein Befehl vom Himmler oder Hitler vorliegt, und wir hätten dem Hauptamt SS-Krieg geschrieben, hätten gesagt, ja, hört mal zu, wo kommt das her, wo ist das her oder sonstiges. Wir wären jedenfalls den Dingen nachgegangen, und das konnte sich meines Erachtens die damalige Führung unter den damaligen Verhältnissen nicht erlauben. Nun, und deswegen sehe ich das also als etwas ganz Bewusstes und Gewolltes. Man hat auf die Art und Weise erreicht, dass den Leuten, die man benutzte, denen der Rechtsweg über das SS- und Polizeigericht jedenfalls verschlossen war. Die konnten nicht etwas sagen, ich habe den Befehl verweigert, das ist ein rechtswidriger Befehl, bitte überprüft das nach. Sondern sie waren meines Erachtens also den Vorgesetzten oder den Stellen
die über ihnen standen, waren sie ausgeliefert. Das konnte gut gehen, das konnte auch schief gehen. Aber das ist nur von Ihnen eine persönliche Meinung. Ja, die sich also nicht daraus, Herr Vorsitzender, daraus, dass ich Fälle kenne oder dass wir Fälle in Erinnerung sind, bei denen Leute, die hätten bestraft werden müssen, nicht bestraft wurden. Und daraus, dass mir Fälle bekannt sind, wo Leute bestraft wurden, die nach disziplinär, durch Versetzung oder zu Dirlewanger, die meines Erachtens von einem ordentlichen Gericht nie bestraft worden wären, daraus schließe ich, dass es in einem solchen Fall auch nicht anders gewesen wäre. Wenngleich ich, das möchte ich ausdrücklich betonen, in unserem Bereich, jedenfalls bei beiden Gerichten, keinen solchen Fall erlebt oder von einem solchen Fall gehört habe. Denn nun war es ja so, man hat uns natürlich etwas abgeschirmt. Man hat uns nicht etwa gesagt, ja, wir haben den Mann, der ist versetzt worden, wenn plötzlich jemand versetzt wurde, weil der an der Judenerschießung vom so und so viel sich geweigert hat. Das hätte man uns auch gar nicht gesagt. Ne? Denn man hätte uns gesagt, ja, das sind doch interne Dinge der Sicherheitspolizei, die gehen das SS und Polizeigericht nichts an. Ihr habt zu warten, ob ihr eine Anklage bekommt und vorher dürft ihr nicht tätig werden. Ja, nun sagten Sie, dadurch, dass mir derartige Fälle bekannt geworden sind, dann sagten Sie aber nachher wieder, ich habe die nicht gehört. Wie sind sie Ihnen denn bekannt geworden? Nein, Herr, ich glaube, oder welche Fälle? Sie haben mich falsch verstanden. Ich kenne folgende, ich kenne keinen Fall, ich habe mit Judenerschießungen, Verweigerungen der Teilnahme oder an solchen oder Befehlsverweigerung unmittelbar im Rahmen eines solchen Einsatzes, von dem weiß ich nichts. Wissen Sie nichts? Nein, weiß ich nichts. Aber ich weiß nur das eine, und deswegen sagte ich das, ich kenne zweierlei. Ich weiß das eine, dass Leute, die hätten bestraft werden müssen, das war zum Beispiel in Lemberg vorgekommen, dass ein Obersturmführer hatte eine Volksdeutsche geschwängert, war verheiratet und hatte das Mädchen umgelegt. Wir hatten das über einen Mittelsmann von der Sicherheitspolizei, vom Kommandeur der Sicherheitspolizei in Krakau gehört und forderten dann einen Tatbericht an. Den haben wir nie bekommen. Uns ist direkt gesagt worden, das ging uns nichts an, das würde anders erledigt. Ja, und hatten Sie auch einen Fall gehört, wo ein Mensch bestraft worden ist, der eigentlich nicht hätte bestraft werden können? Jawohl. Was war das für ein Fall? Ja, ich kenne als ein Fall ist der Fall Draheim, der ja nun, ich weiß nicht, ob Sie den Fall kennen, der war ein Kriminalrat, der ist neulich durch die Presse gegangen. Der wurde also unter einem ganz fadenscheinigen Grund wurde der rangenommen und in Wirklichkeit lag aber vor, dass der Mann dem Gericht Mitteilungen über Strafbehandlungen anderer Leute gemacht hatte. Und da wurde er dann zunächst angeklagt, er habe ein Bild in seinem Zimmer, in seinem Dienstzimmer ausgetauscht und das wäre ein wertvolleres oder weniger wertvolleres gewesen. Und dann wurde er plötzlich zu Dirlewanger überstellt. Zu Dirlewanger? Ja, nachdem er irgendwo in einem Lager noch als in einem Erziehungslager eingesessen hatte. Dürften Fälle von Befehlsverweigerung, soweit sie bei Ihnen angekommen sind, dürften die, oder nein, es ist so behauptet, Fälle von Befehlsverweigerung dürften Ihnen doch, wenn es sich um normale Befehlsverweigerungen handelt, gemeldet werden? Ja, an sich ist das so, Herr Vorsitzender, an sich hätten die alle gemeldet werden müssen. Es gibt doch so, Befehlsverweigerung konnte so gering für ich die Schuld des Täters und die Folgen der Tat so gering sein, dass sie hätten disziplinar geahndet werden können. Aber in allen schwerwiegenden und vor allen Dingen, je schärfer der Einsatz im Krieg und je weiter die Front nun zurückverlegt wurde nach 1942, desto mehr wirkte sich natürlich eine Befehlsverweigerung auf militärischen Gebiete aus. Die Fälle kamen alle zum SS und Polizeigericht. Die mussten zu uns kommen. Die kamen sie. Und ich erinnere mich nicht eines einzigen Falles, dass die Gerichtsoffiziere und die Untersuchungsführer
die nicht uns gegeben hätten. Wir bekamen nur nichts. Wir bekamen nur das, was man uns geben wollte, ausschließlich aus dem Bereich des Sicherheitshauptamtes. Sind noch Fragen zu stellen an den Zeugen? Bitte schön. Herr Zeuge, als Sie zum Polizeigericht kamen, waren Sie vorher bei der Truppe gewesen? Ja. Bei der SS-Division? Ja. SS-Division 6, ich war Hauptsturmführer. Hauptsturmführer. Ich war Ordnanzoffizier bei der Division. Bei der Division und kam dann zu einem SS-Polizei? Ich kam über ein Ersatzbataillon in Graz, wartete dort auf meine Wiederherstellung. Eines Tages kam dann ein Telegramm vom Hauptamt des SS-Gericht, ich hätte mich in Krakau zu melden. Wurden Sie irgendwo eingeführt in den Aufbau der SS-Militärgerichtsbarkeit, um es mal so zu nennen? Ja, dort an Ort und Stelle. An Ort und Stelle in Krakau? Ja. Welchen Bereich hatten Sie um Krakau rum? Das gesamte Generalgouvernement. Das gesamte Generalgouvernement. Ja. Waren Sie also das oberste Militärgericht auch für die Ersatzdivision von der SS, die da lag, ja, auf Truppenübungsplatz? Ja. Ja, ja. Auch für die Angehörigen der Waffen-SS, die dort irgendwo Bewacher in Lagern waren? Ja, es gab ja doch im Generalgouvernement auch Konzentrationslager. Also da muss ich etwas sagen. Das ist eigentlich immer zweispurig gefahren. Also wir haben zum Beispiel die Bewacher der Lager, die um Krakau lagen, ich erinnere mich noch an Lager Plaschow, die unterstand dem Kommandeur der Sicherheitspolizei. Das wollte ich von Ihnen wissen, und denn hier wird von Angeklagten immer gesagt, ja, wir waren ja Angehörige der Waffen-SS. Die blieben also Angehörige der Waffen-SS, unterstanden aber nicht ihrer Gerichtsbarkeit. Da, es ist etwas schwierig zu sagen. Darf ich mal Folgendes hinweisen? Ja, deswegen frage ich Sie. Ja, es ist also Folgendes gewesen. Ursprünglich war die Waffen-SS ganz klar ein rein militärischer Verband. Dann wurde aber von Seiten der verschiedenen Dienststellen in Berlin die Interesse daran hatten, dass damals ging der General von Unruh herum und suchte alles, was noch KV General ist. General Zirkel 4, ja. Ja, und nun geschah Folgendes. Es wurden zum Beispiel, nehmen wir mal an, alles, was beim Amt 6, beim Reichssicherheitshauptamt saß, das waren als solche, die hatten alle schon mehr hohe militärische Ränge, hatten aber nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Die wurden nun auf einmal, ein Wachbataillon oder eine Kompanie der Waffen-SS aus all diesen Leuten gebildet und die wurden zur Dienstleistung wieder abkommandiert. Das waren nun die hohen Dienstgrade, aber die... Nein, das waren auch niedrige. Auch niedrige? Niedrige. Aber wie es im Einzelfall gewesen ist, wenn Sie jetzt etwas speziell wissen wollen, das weiß ich nicht, weil es da immer drauf ankam. Also jedenfalls die Masse der Lagerbesatzung unterstand, obwohl sie zur Waffen-SS gehörte, nicht ihre Gerichtsbarkeit. Die unterstand unsere Gerichtsbarkeit. Unsere Gerichtsbarkeit unterstand ja auch die gesamte Sicherheitspolizei. Also aber das war ja gerade das, Herr Stettmann, das war ja gerade das Wesentliche. Wir hatten keine Möglichkeit, ich konnte also, nehmen wir mal einen ganz krassen Fall. Im Lager Plaschow, der Kommandeur, der ist verurteilt worden in Wien nach dem Krieg. Das war der Mann, der also Hunde abgerichtet hatte und die dann die Insassen anfielen, wo er sie draufhetzte. Wenn wir so einen Fall hörten, dann konnten wir nicht etwa jetzt sagen, schön, jetzt müssen wir den anklagen. Und einer von uns machte die Anklage. Wir konnten dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei oder dem Kommandeur der Sicherheitspolizei sagen, hört mal zu, das und das liegt gegen den Mann vor, das wird behauptet, prüft das. Aber ob das zu uns kam... Na gut, eine konkrete Frage. Der Gerichtsoffizier beim Truppenübungsplatz Sibica, unterstand er Ihnen? Ja. Dem konnten Sie Weisungen geben, der musste Ihnen noch berichten? Ja. Der Gerichtsoffizier, also hier der Adjutant, hat zum Beispiel ausgesagt, im Lager Auschwitz gab es auch einen Gerichtsoffizier. Der Gerichtsoffizier vom Lager Plaschow, der brauchte ihn nicht zu berichten. Nein. Ja. Ist Ihnen in diesem Zusammenhang bekannt, dass beim Chef der Sicherheitspolizei des SD der Untersuchungsführer in zweigleisig gegliedert war, und zwar einmal SS in Polizeigerichtsbarkeit und anderen SS-Disziplinarstrafsachen Dienstvergehen? Das ist richtig. Der war also, der an sich war es so, der unterstand uns fachlich. Das heißt, der Erstgenannte. Also, bitte? Der SD-Untersuchungsführer. Ja. Wenn der Massan gestern die Anklage reinbrachte,
dann konnte ich ihm sagen, hör mal zu, lieber sowieso Müller oder Schulze, nicht wahr? Das ist Unsinn, nicht wahr? Das fällt ja unter den Paragraphen oder die Tat ist anders zu werten oder sonst was Ähnliches. Bitte ändert die, das hätte ich ihm sagen können. Ja. Aber ich konnte ihm nicht sagen, er unterstand uns nicht befehlsgemäß, ich konnte ihm nicht sagen, hört mal zu, da ist in eurem Bereich, dort und dort ist das und das passiert, sagen wir im Lager oder in Lemberg bei der Sicherheitspolizei ist das und das passiert, untersucht das. Kann ich also abschließend feststellen, dass innerhalb des Befehlsbereichs des Kommandeurs der Sicherheitspolizei, des Befehlshabers der Sicherheitspolizei in Ihrem Bereich Disziplinarstrafsachen außerhalb der geltenden Gesetze nach eigenen Spielregeln erledigt wurden? Ja, also im Prinzip ist das richtig. Im Prinzip ja. Ja. Dankeschön. Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, habe ich Sie recht verstanden, dass die von Ihnen geschilderte Einführung dieses SD-Untersuchungsführers mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen pro und contra ausschließlich auf den Bereich der Sicherheitspolizei und des SD sich erstreckte? Ja. Da aber von den Angeklagten dieses Prozesses höchstens ein bzw. zwei Angeklagte der Sicherheitspolizei bzw. dem SD zugehörten, würde für die anderen Angeklagten faktisch doch ausschließlich das SS- und Polizeigericht zuständig gewesen sein, ohne eine solche Eingriffsmöglichkeit des SD-Untersuchungsführers. Nein, das ist nicht ganz richtig. Warum? Herr Staatsanwalt, Sie müssen in jedem einzelnen Fall prüfen. Das kann ich für zum Beispiel hier für Auschwitz kann ich gar nichts sagen. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Sie müssen in jedem einzelnen Fall prüfen, wie kam es, dass die als Angehörige der Waffen-SS, wenn sie das waren, überhaupt dort hingekommen sind? Denn an sich war das keine Dienststelle der Waffen-SS. Das möchte ich hier ausdrücklich festhalten. Sondern es ist nur so möglich, dass die Angehörige der Waffen-SS blieben, aber zur Dienstleistung dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt worden sind oder abkommandiert worden sind. Also ich glaube nicht, dass Sie das generell lösen können. Das ist in jedem Fall verschieden gewesen. An sich? Es gab also, darf ich das mal sagen, es gab zum Beispiel, ich kenne einen Fall, den habe ich aus einer Rentenangelegenheit, kenne ich den. Es gab also mal sagen, einen SD-Führer, der nie zur Waffen-SS gekommen war, der aber bei der Waffen-SS auf den Schulen über Geheimhaltung, Geheimdienst und Sonstiges auf den SS-Führerschulen und Unterführerschulen Vorträge hielt. Der war, soweit er diese Vorträge hielt, war der zeitweiliger Diensttuer bei der Waffen-SS und war insofern zeitweiliger Angehöriger der Wehrmacht. Wenn ihm dabei etwas passierte, das hat das höchste deutsche Gericht festgestellt in einem Fall, wenn ihm dabei etwas passierte, dann war er in Kriegseinsatz und bekam die entsprechende Rente. Der war also nie Waffen-SS-Angehöriger formell geworden, war aber zeitweilig. So gab es aber auf der anderen Seite auch. Ist es denkbar, dass jemand bei der Waffen-SS war? Ich denke hier zum Beispiel daran, die Waffen-SS hatte gezogen in den letzten Jahren sehr viel Volksdeutsche. Insbesondere aus Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien und so weiter. Die wurden einfach in Uniform gesteckt und waren Waffen-SS-Angehörige. Und dann stellte sich heraus bei Untersuchungen, dass sie gar nicht KV waren oder dass sie noch nicht mal GV, Garnison, verwendungsfähig waren. Und die wurden nun zum Beispiel abgestellt zur Bewachung. Ich kenne nur aus der Literatur, dass bei der Eroberung des Lagers Dachau viele Bewacher solche waren, die erst 8 oder 10 Tage vorher von der Waffen-SS abgeschoben worden waren, über Reichssicherheitshauptamt zur Dienstleistung. Wissen Sie, wem das Konzentrationslager unterstand? Das weiß ich nicht. Das unterstand meines Erachtens, also ich will so sagen, ich weiß es nicht eindeutig. Ich glaube, dass das eine wissenschaftliche Arbeit für sich wäre. Es hatte auf jeden Fall einmal Pol etwas damit zu tun, verwaltungsmäßig. Wer war Bitte? Pol? An welcher Stelle stand Pol? Ja, das ist ja der berühmte Pol. Also etwas nichts mit dem Reichssicherheitshauptamt hatte es zu tun. Nein, auch nicht mal eben. Ich sage Ihnen,
Pohl hatte mit dem Reichssicherheitshauptamt nichts zu tun, sondern der war der Leiter des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes. Das war also die eine. Ich glaube, dass mindestens drei Stellen damit zu tun hatten. Wie die Gliederung genau war, weiß ich nicht. Dann habe ich eine letzte Frage noch an Sie, Herr Zeuge. Sind Ihnen in Ihrer Tätigkeit, also jetzt beim SS- und Polizeigericht, sind Ihnen da Fälle bekannt geworden, dass in Konzentrationslagern schlechthin Befehle verweigert worden sind, insbesondere Erschießung unschuldiger Menschen abgelehnt worden sind? Sie haben erst gesagt, Sie kennen Fälle dem Hörensagen nach, dass Leute an die Front geschickt worden sind, die aufgrund des Eingreifens des SD-Untersuchungsführers faktisch irgendwelche Befehlsverweigerungen begangen haben. Ihnen seien auch in diesen Fällen Todesfälle nicht bekannt, also Todesurteile nicht bekannt. Nein. Nicht wahr? Nun schalte ich um auf die andere Gruppe, nämlich diejenigen, die nun tatsächlich, und das ist nach meinem Dafürhalten bei den meisten dieser Bediensteten der Konzentrationslager der Fall, die also nicht diesem SD-Untersuchungsführer unterstanden, sondern an das SS- und Polizeigericht hätten gegeben werden müssen, deren Fälle hätten gegeben werden müssen. Sind Ihnen nun Fälle bekannt, wo es... Also das darf ich etwas sagen, Herr Staatsanwalt, da muss ich Ihnen zunächst mal widersprechen. Ich glaube nicht, dass die zu der Gruppe gehören, die uns hätten gegeben werden müssen. Es kam mir darauf an, wer war zuständig für das Konzentrationslager. Eben. Also ich weiß zum Beispiel vom Konzentrationslager Plaschow, dass der Kommandeur der Sicherheitspolizei zuständig war und nicht der Standortälteste der Waffen-SS. Gut, und nun sagten Sie von Auschwitz, wüssten Sie das nicht. Und nun frage ich nur, haben Sie ganz generell Kenntnis, dass Befehlsverweigerungen auf dem Gebiete der Verweigerung von Erschießungsteilnahmen mit Todesurteilen? Also ich darf dazu sagen, dass mir nicht ein einziger solcher Fall bekannt ist. Und ich bin mir heute darüber im Klaren, dass wir den auch nicht erfahren sollten, wenn das geschehen wäre. Danke. Sind Ihnen während Ihrer Tätigkeit jemals Fälle bekannt geworden von Erschießungen von Häftlingen auf der Flucht? Wurden Sie damit befasst? Also, ich erinnere mich nicht. Wären Sie denn dafür zuständig gewesen? Wenn in irgendeinem Konzentrationslager ein Häftling auf der Flucht erschossen wurde oder auf einer provozierten Flucht? Also solche, ich bin der Meinung und bis heute jedenfalls der Meinung, dass wir dafür nicht zuständig gewesen sind. Ja, deshalb wollte ich nämlich gerade vorhalten, wir haben hier in den Akten Meldungen der Kommandantur des Konzentrationslagers Auschwitz, ich glaube vom August 1942, in denen an das zuständige SS- und Polizeigericht, an das örtlich zuständige SS- und Polizeigericht in Breslau gemeldet wurde, dass eine Reihe von Häftlingen auf der Flucht erschossen wurde und dann folgten die Namen der SS-Angehörigen, die diese Häftlinge erschossen haben. Das kann möglich sein. Ich weiß, also ja, wäre das nach Ihrer Auffassung eine Besonderheit von Auschwitz oder waren Sie selbst in Krakau nicht für solche Fälle zuständig? Meinetwegen für die zahlreichen Lager im Generalgouvernement. Herr Staatsanwalt, ich kann nur eines sagen. Ich glaube, dass wir wären dann zuständig gewesen, wenn das Lager nicht zur Zuständigkeit oder unter der Befehlsgewalt des Kommandeurs der Sicherheitspolizei oder des Befehlshabers der Sicherheitspolizei gestanden hätte. Also ein Lager unter der Zuständigkeit des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamts beispielsweise, dafür wären Sie zuständig gewesen. Nein, jetzt muss ich Ihnen auch widersprechen. Ich habe extra gesagt, also bitte... Ich möchte mich da nicht festlegen, weil das einfach unmöglich ist. Das ist eine wissenschaftliche Arbeit für sich. Der Verwaltungsführer eines KZs, der war zum Beispiel nicht dafür zuständig, wer reinkommt oder wer rauskommt. Aber der war dafür zuständig, welche Verpflegung sie bekommen. Der hat die Verwaltungsführer eingesetzt, der hat die Kassen abgerechnet, der hat sorgen müssen, dass die Decken dahin kamen. In dem großen Prozess gegen das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt Pohl in Nürnberg sind eine Reihe Angeklagter deswegen verurteilt worden, weil sie nicht dafür gesorgt hätten, dass in die Konzentrationslager die nötigen Decken und sonstiges hingekommen sind. Die haben sich damals eingelassen, sie hätten das gar nicht machen können, sie hätten keine Befehlsgewalt darin gehabt. Und dann hat in dem Nürnberger Urteil ist also festgestellt worden, dass sie jedenfalls dann
zumindest mithaftbar dafür war. Ja, und so überschnitze ich, erkläre das jetzt nur, weil sich das überschnitten hat, die Zuständigkeit. Ja, und gab es denn überhaupt irgendwelche Vorkommnisse aus einem Konzentrationslager, die an Sie als dem zuständigen SS-Richter weitergeleitet wurden? Das glaube ich schon. Also ich erinnere mich zwar nicht mehr an konkrete Fälle, aber das glaube ich schon. Denn es ist ja so, Herr Staatsanwalt, ich sage ausdrücklich, es ist nicht so, dass wir nicht zuständig gewesen wären, wenn die Anklage zu uns gekommen wäre. Wenn die Anklage zu uns kam, in dem Moment war die Zuständigkeit des SS und Polizeigerichts begründet. Die Kernfrage ist jedoch nur, ob es sich um Angehörige der Waffen-SS oder zum Beispiel der Ordnungspolizei gehandelt hat, bei denen wir sagen konnten, bitte gebt uns da einen Tatbericht. Das und das muss da passiert sein. Dann konnten wir, wenn das nicht kam, auch selbst ermitteln. Das konnten wir aber im Bereich des Reichssicherheitshauptamtes nicht. Ja, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Konzentrationslager dem Reichssicherheitshauptamt unterstanden. Aber um auf den Kern nochmal zurückzukommen, diese Meldungen über die Erschießung von Häftlingen auf der Flucht durch namentlich aufgeführte SS-Angehörigen, das war ja noch keine Anklage. Und diese Dokumente liegen hier vor, die sind gerichtet gewesen, unmittelbar an das SS- und Polizeigericht in Breslau. Das war also allenfalls doch das, was Sie als Tatbericht bezeichnen. Nein, Herr Stadtwanner, jetzt muss ich schon, ich kenne den Fall von Breslau nicht. Aber wenn, jetzt unterstellen wir mal, es hätte zum Gericht, dem Gericht wäre eine Meldung zugekommen, die hätte gelautet, bei einem Transport von Häftlingen von X nach Y gingen drei Häftlinge flüchtig, sie wurden auf der Flucht erschossen. Ja, dann war ja damit zunächst mal, jedenfalls wenn die Meldung nur so aussah, ja, ein strafbares Verhalten zunächst mal noch nicht ersichtlich. Eben, es kam also doch offenbar aus den Konzentrationslagern nicht nur Anklagen, die vorher gesiebt waren, sondern es kamen auch Meldungen oder Tatberichte, ja, aber Meldung, ohne dass Sie jeweils von Fall Meldung, zu Fall etwas antworten mussten. Das war, die Meldungen waren aber falsch, ja, wie wir nun heute ja wissen. Die Meldung, ja, na, Sie sagten aber doch, dass solche Fälle überhaupt nicht an Sie herangetragen wurden. Sie müssen da unterscheiden zwischen dem, was ich grundsätzlich sage, und zwischen dem, was ich persönlich sage. Ich persönlich erinnere mich nicht, dass mir ein solcher Fall untergekommen ist. Das erinnere ich mich nicht. Ja, und wie kommen Sie dann dazu, über Ihre persönlichen Erfahrungen hinaus grundsätzliche Erkenntnisse hier mitzuteilen? Haben Sie da? Ja, die ergeben sich doch aus der nackten Tatsache, dass eine eigene Untersuchungsführung bestand. Und ich habe festgestellt, Sie müssen unterscheiden, Sie untersuchen hier ein eng begrenzte Vorkommnisse, die haben nur mit den Lagern und oder im weitesten Sinn mit der Entlösung der Judenfrage zu tun. Also so eng begrenzt ist dieses Thema an sich auch nicht. Es ist umfangreich genug. Das mag möglich sein, bitte fassen Sie es nicht falsch auf. Ich will damit nur sagen, jedenfalls haben Sie doch jetzt nichts damit zu tun, wenn jemand die Panzerfaust demoliert hat. Oder wenn jemand sich geweigert hat, Munition zu vernichten, damit sie nicht dem Gegner in die Hände fällt, an der Front. Damit solchen Fällen, das sind der Großteil der Fälle, mit denen wir als Kriegsrichter zu tun hatten. Ja. Und deswegen habe ich das nur gemeint. Ich habe ja nicht und nur das Geschehen irgendwie beurteilen wollen. Ja, und nur insoweit konnten Sie doch auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, persönliche Erfahrungen sammeln. Ja, aber ich habe als standfestes Gericht habe ich zum Beispiel, ich habe Ihnen ja genannt, den einen Fall, dieser Obersturmführer ist nicht bestraft worden. Ich kenne aber andere Fälle und ich habe den Fall dreimal genannt, aber es gibt noch eine ganze Reihe Fälle, weil wir damals die Fälle gesammelt hatten. Wir hatten eine ganze Reihe Fälle, wo strafwürdige Handlungen, Verbrechen begangen worden waren, die nicht gesühnt wurden. Wir hatten auf der anderen Seite Fälle, wo unserer Meinung nach jemand nur deswegen bei der Sicherheitspolizei nun entweder versetzt oder zur Truppe geschickt oder aus unseren Augen verschwand, weil er entweder dem
SS und Polizeigericht den Untersuchungsführern uns, wir hatten uns um die Dinge gekümmert, gesagt hatte, dort und dort ist das passiert. Dann hatte die, ich muss zusammen vielleicht noch nachholen, das Exposé, das wir gemacht hatten, um die eigene Untersuchungsführung zu Fall bringen, das kam durch ein Versehen des Hauptamts SS-Gericht zum Reichssicherheitshauptamt zur Stellungnahme. Und damit wussten die natürlich, wer die Leute gewesen waren, die uns die einzelnen Fälle genannt hatten. Die wurden zum Beispiel alle irgendwie zur Rechenschaft gezogen oder verschwanden jedenfalls aus unserem Gesichtskreis, ohne dass ein ordentliches Verfahren durchgeführt worden wäre. Herr Rechtsanwalt Aumann. Waren Sie einer der Richter des SS- und Polizeigerichts in Krakau oder waren Sie der dienstaufsichtsführende Richter? Nein, der dienstaufsichtsführende Richter war der Kollege Sachs. Ja. Wir waren 7 oder 8 Richter. Was war Ihr letzter Dienstgrad? Bitte? Hauptsturmführer. Nicht mehr Sturmbannführer? Nein. Herr Zeuge, wir haben hier gehört einen Zeugen, der Leiter der Dienststelle Untersuchungsführer beim RSHA war. Und der hat uns erzählt, dass diese Untersuchungsführer keine Urteilsgewalt hatten, sondern dass sie nur untersuchen konnten und dass sie Organe der entsprechenden Dienststellen bzw. SS- und Polizeigerichte waren. Also ich darf Folgendes sagen, nochmals. Die waren uns fachlich unterstellt. Die gehörten formell auch zum SS- und Polizeigericht, denn das SS- und Polizeigericht war ja wie bei jedem Kriegsgericht, waren Richter, die mussten die Richterqualifikation haben. Sie untersuchten entweder in dem einen Fall oder sie waren in dem einen Fall Richter. Steht in den Gesetzen drin, dass man nicht Ermittlungsführer und Richter zugleich sein konnte. Man durfte nur das eine oder das andere sein. Jetzt wäre es falsch, den Untersuchungsführer bei der Sicherheitspolizei und dem SD als den Beelzebub anzusehen. Denn der bekam ja auch nicht die Fälle. Es ist also nicht etwa so, dass meine Ausführungen dahingehend, der Untersuchungsführer, der hat die Dinge unterschlagen, sondern das bedeutet nur, wenn er die Dinge nicht bekam, wenn die intern vom Kommandeur der Sicherheitspolizei oder Befehlshaber der Sicherheitspolizei erledigt wurden, dann bekam er natürlich auch nichts, dann konnte er möglicherweise auch nichts wissen. Aber wenn nun, sagen wir vom Polizeigericht, dem Untersuchungsführer Dr. N. in Krakau gesagt worden ist, hören Sie mal, Dr. Sowieso, bei Ihnen ist das und das passiert, dann konnte er doch nichts anderes machen, als zum Kommandeur der Sicherheitspolizei oder Befehlshaber der Sicherheitspolizei hinzugehen und sagen, bitte, ich habe hier vom SS und Polizeigericht gehört, dort und dort soll dieser Fall passiert sein. Was ist damit? Wenn ihm der Befehlshaber der Sicherheitspolizei, zum Beispiel Dr. Schöngart in Krakau, ihm sagte, darüber brauchen Sie sich nicht zu kümmern, dann war das für ihn erledigt. Letzte Frage. Herr Zeuge, Sie sind vorhin gefragt worden, ich glaube sowohl vom Herrn Vorsitzenden wie auch vom Herrn Staatsanwalt, ob Sie je einen Fall erlebt haben, in dem jemand wegen Verweigerung von Tötungsbefehlen an Zivilisten und dergleichen eine schwere Bestrafung oder gar die Todesstrafe erhalten hätte. Bezieht sich das auch auf solche, sagen wir, Eigenmächtigkeiten der Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD? Also haben Sie irgendeinen Fall gehört, können Sie irgendeinen Fall schildern, in dem ein Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD deshalb im administrativen Wege einen SS-Angehörigen schwer bestraft oder gar, getötet habe oder habe töten lassen? Nein. Danke. Darf ich dazu noch sagen, das konnte ich gar nicht erfahren. Na, man hat ja doch schließlich, Sie haben, wie ich doch wohl annehme, im Casino zusammen mit den anderen SD-Führern gesessen. Nein, das ist ein Irrtum von Ihnen. Wir haben nie mit dem SD im Casino gesessen. Ich jedenfalls nicht und ich erinnere mich auch nicht. Das waren völlig getrennte Dienststellen. Gut, ich habe keine Frage, danke. Herr Zeuge, haben Sie gehört, dass eine Abteilung des SS- und Polizeigerichts Breslau in Katowice tagte? Nein. Nicht. Sind Sie nach dem Krieg einmal bestraft worden wegen Ihrer Tätigkeit als
SS-Richter? Nein, warum? Na, ich frage Sie ja. Nein, ich habe gar keinen Grund vor. Wie viele Todesurteile haben Sie gefällt während Ihrer Tätigkeit in Krakau? Also ich glaube nicht, dass ich überhaupt eins gefällt habe, aber ich möchte es nicht ausschließen. Na, also ich meine, wenn man ein Todesurteil gefällt hat, daran erinnert man sich doch. Also meinen Sie, haben Sie eins gefällt oder haben Sie keins gefällt? Ich sage Ihnen ja, ich möchte annehmen, dass es nicht der Fall war. Ich möchte es aber nicht ausschließen. Ich kann es Ihnen nicht sagen, mit Sicherheit. Sie können mir nicht mit Sicherheit sagen, ob Sie ein Todesurteil in Ihrem Leben gefällt haben. Nein. Aha. Ich nehme an, dass es nicht der Fall war. Das möchte ich ausdrücklich sagen. Mhm. Aber Herr Staatsanwalt, ich darf Ihnen mal eines sagen. Ich bin Rechtsanwalt. Bitte? Ich bin Rechtsanwalt und Vertreter der Nebenklage. Ja. Also ich darf dazu noch mal Folgendes sagen. Selbst wenn ich es getan hätte, dann habe ich es sicherlich getan in einem solchen Fall, wo es angebracht war. Mhm. Ich zweifle nicht daran. Dann eine weitere Frage. Bitte, da zweifeln Sie dann. Nein, ich sage, ich zweifle nicht daran. Ja. Dann eine weitere Frage. Haben Sie von den Verbrechen in Auschwitz erfahren während Ihrer Zeit in Krakau? Ich habe von Auschwitz überhaupt nichts gehört. Sie haben von Auschwitz nichts gehört? Nein. Ja, ich habe doch mit Auschwitz lag doch gar nicht in unserem Gebiet. Ich erinnere mich jedenfalls nicht, dass ich habe gekannt. Ich bitte um unbedingte Ruhe im Zuhörerraum. Ich habe gekannt Dachau. Und auf der Tribüne ebenfalls. Ich habe gekannt Dachau. Ich bin selber später von Himmler mal einige Monate in Dachau eingelegt worden. Deswegen berührt mich Ihre Frage etwas komisch. Wenn ich sehr gut gelegen hätte, dann hätte man das wahrscheinlich nicht getan, Herr Staatsanwalt oder Kollege. Sind Sie inhaftiert gewesen? Jawohl. Dann eine weitere Frage, nochmals zur Stellung des SD-Untersuchungsführers. Ist Ihnen bekannt geworden, dass in Fällen, die Sie hier geschildert haben, in denen vom SD-Untersuchungsführer Ihnen dann keine Anklage bzw. kein Tatbericht vorgelegt wurde, dass solche Fälle an das SS- und Polizeigericht 3 in Berlin etwa abgegeben wurden und lediglich, nachdem diese Fälle an sich bei einem anderen zuständigen Gericht hätten verhandelt werden sollen, dann in Berlin beim Gericht 3 verhandelt wurden? Also ich kenne diese Fälle nicht. Ich glaube aber, dass in Berlin das SS- und Polizeigericht Römisch 1 war und nicht 3. Gab es nicht in Berlin auch ein SS- und Polizeigericht? Das kann beim Reichssieger als Hauptamt gewesen sein, das weiß ich heute nicht mehr. Also ich kenne nur die Gerichte 6 und 1. 1 war Berlin, da bin ich 43 hingekommen. Ich erinnere mich nicht, dass wir mal einen Fall gehabt haben, dass aus der Zuständigkeit irgendwie verlagert worden wäre. Sagen Sie, ist Ihnen das ZBV-Gericht mit Sitz in Kassel ein Begriff? SSZBV-Gericht speziell? Also ich darf dazu etwas sagen. Ich habe von der Einrichtung der ZBV-Gerichte gehört. Ich bin mir heute noch im Zweifel darüber, ob das rechtmäßige oder ordentliche Gerichte waren. Haben Sie gehört, wofür speziell das Gericht in Kassel zuständig Nein, war? Nein, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Danke. Bitte sehr. Keine Frage. Heißt mal Göllner. Herr Zeuge, wer war Ihr Gerichtsherr in Krakau? Dr. Krüger. War das der höhere SS- und Polizeiführer? Das war der höhere SS-Polizeiführer Krakau. Bitte? War das der höhere SS- und Polizeiführer oder war das der Befehlshaber der Sicherheitspolizei? Nein, der Befehlshaber der Sicherheitspolizei war nicht unser Gerichtsherr. Das konnte auch gar nicht sein, sondern der höhere SS- und Polizeiführer war Dr. Krüger. Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei war Dr. Schöngard. Es war ja so, bei dem höheren SS- und Polizeiführer liefen. Wir müssen uns immer gewärtigen, dass die Organisation ja immer eine mehrgliedrige war. Der höhere SS- und Polizeiführer, bei dem liefen zusammen die Sicherheitspolizei, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und Befehlshaber der Ordnungspolizei. Das waren damals Dr. Schöngard und der General Grünwald. Die unterstanden ihm. Fachlich aber wieder befehlsgemäß von oben lief dann die andere Spur hin, bei dem einen zum Hauptamt Ordnungspolizei und bei dem anderen zum Reichssicherheitshauptamt. Konnten Sie nicht über den höheren SS- und Polizeiführer Krakau auf den SD-Untersuchungsführer einwirken lassen? Nein.
Überhaupt nicht. Gar keine Möglichkeit. Waren Sie fachlich oder personell? Also ich darf Ihnen, bitte? Waren Sie in diesem Stabe beschäftigt? Haben Sie da des höheren SS- und Polizeiführers? Sagen wir mal, das Mittagessen, wurde das in dem Stabsgebäude des höheren SS- und Polizeiführers Krakau eingenommen? Das wurde oder mit hatten Sie Ihr eigenes Dienstgebäude? Also wir hatten unser eigenes Dienstgebäude, wir hatten auch unsere eigene Kantine dort. Aber es kam vor, dass wir zum Mittags, zum Essen beim höheren SS- und Polizeiführer eingeladen wurden. Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, mir sind Fälle bekannt, in denen Menschen nicht verfolgt worden sind, die hätten bestraft werden müssen. Ja. Sind Ihnen tatsächlich solche Fälle noch namentlich oder sachlich bekannt? Dann schildern Sie die bitte. Ich habe den einen Fall, der mir der bekannteste, markanteste ist, wo jemand, ein Obersturmführer, diese Volksdeutsche geschwängert hatte und die das war umgelegt worden. Erzählt, ja. Gehörte der Fall des Kriminalrats Draheim auch dazu oder haben Sie den erst nach dem Krieg gehört in der Presse? Nein. Der Herr Draheim ist vielleicht durch mich sogar etwas in diese schlechte Situation gekommen, denn er hatte eine Dienststelle. So, Draheim war also alter Polizeibeamter, war Verwaltungspolizeibeamter und war abgestellt oder abkommandiert worden. Und als er nun dorthin kam, da musste er verwaltungsmäßig die Dienststelle des Kommandeurs der Sicherheitspolizei aufbauen. Er hat das getan. Er hatte dann auch dienstverpflichtete Schreibkräfte und sonst was Ähnliches zur Verfügung gestellt bekommen und musste dort irgendwelche Bauten ausüben und hatte das getan und fiel das erste Mal unangenehm auf, als er nun Polen und Juden, die dort mitgeholfen hatten, als er die dann zum Richterfest einlud. Da wurde ihm gesagt, das wäre unmöglich, das dürfte er nicht machen. Und der Draheim war aber so der alte, stammt aus Kiel, preußische Beamte, der dann sagte, ich mache, was ich will. Und nun versuchte man ihm zunächst mal mit dem Bild, hatte man ihm gesagt, er hätte die Bilder ausgetauscht und machte ihm den Vorwurf, dadurch das Vermögen des damaligen Reiches geschädigt zu haben. Der Fall kam zum SS- und Polizeigericht nach Berlin, wurde abgegeben, indem er versetzt wurde. Und dann wurde er aber, glaube ich, nur ganz geringfügig bestraft. War ja auch gar kein Vergehen. Und dann wurde er aber nachher von seiner Dienststelle in Haft genommen, ebenso die Sekretärin. Und dann wurde er in ein Erziehungslager gesteckt. Und von dort aus kam er dann nachher zu Dirlewanger. Es war sehr mühsam, überhaupt festzustellen, wo er geblieben war. Genau dasselbe war bei der Sekretärin, das war eine Fräulein Eckenhofer, die ist heute mit einem Amerikaner verheiratet in Amerika. Da war es nur dadurch möglich, dass wir einen Kollegen in Berlin einschalteten, der noch in der zivilen als Rechtsanwalt tätig war, der dann über die zivile Justiz Nachforschungen anstellen ließ. Und dann erfuhren wir, dass die bei Nacht und Nebel aus dem Gefängnis Montelupich zunächst nach Breslau überstellt worden war, von Breslau nach Berlin gekommen war. Das wären also auch so 3-4 Etappen gewesen, die man dann nicht hätte verfolgen können. Die beiden sind durch dieses fettismäßig schnelle Feststellungen sind die erhalten geblieben. Draheim ist aber bei Dirlewanger gewesen und, glaube ich, bis zum Schluss sogar. Herr Zeuge, gehörte zu dem Gerichtsbereich des SS- und Polizeigerichts 6 in Krakau nicht ein Konzentrationslager? Ja, also ich kenne nur das Lager Plaschow. Oder waren Sie dafür nicht zuständig, sondern ein anderer SS- und Polizeirichter Ihres Bereichs? Nein. Also ich darf mal Folgendes sagen. Es ist falsch, wenn man sagt, wir waren für das Lager zuständig. Ich wusste nicht, wer reinkam, ich wusste nicht, wer rauskam, wir hatten gar nichts. Herr Zeuge, ich frage Sie aus einem ganz bestimmten Grunde. Hier haben Zeugen erklärt, bei dem SS- und Polizeigericht Katowice sei ein Gremium gewesen,
dass als Art Standgericht in der Woche nach Auschwitz kam und dort schnell im Schnellurteilsverfahren Häftlinge aburteilte. Haben Sie von solch einer Einrichtung, sei es auf dem Befehlswege, sei es aus dem Mitteilungsblatt SS und Polizeigerichtsbarkeit irgendetwas gehört? Also ich darf dazu sagen, an sich wäre es möglich, dass ein Richter irgendeines ortsgebundenen Gerichtes, festen Gerichtes, dass der für eine bestimmte Aufgabe abgestellt worden oder jedenfalls eingesetzt worden wäre. Das wäre theoretisch möglich. Aber ich halte es für völlig ausgeschlossen, dass ein SS-Richter ein Angehöriger eines SS- und Polizeigerichts Häftlinge abgeordnet hat. Das ist mir das Neueste, was ich überhaupt jemals höre. Das stimmt ja auch nicht. Der Vorhalt ist ja auch nicht richtig, Herr Rechtsanwalt. Denn es war ja gar kein SS- und Polizeigericht, sondern Nein, es war das habe ich auch nicht gesagt. Von dem Abgeordneten. Ja. Abgeordnete. Ihre Frage ging danach, ob ich wüsste, dass die Häftlinge durch einen SS- und Polizeirichter abgeordnet wurden. Das war ja gar nicht so. Es war kein SS- und Polizeigericht, das ist richtig. Ja. Wir haben sogar, ich darf Ihnen das sagen, wir haben sogar 44, wir haben natürlich etwas gehört. Ich meine, ich bitte, dass, wenn ich jetzt sage, ich habe das nicht gewusst, ich drücke mich ja nicht von der Verantwortung oder ich drücke mich auch nicht von meinem eigenen Wissen. Denn ich habe jedenfalls, glaube ich, in dem bescheidenen Rahmen, in dem es mir möglich war, versucht, dem Unrecht zu steuern. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass der Dr. Morgen ja damals versucht hat, in Buchenwald hineinzudringen und Dinge festzustellen. Denn soweit ich weiß, war damals die Frage, ob nicht sogar die ordentliche Gerichtsbarkeit für die Häftlinge zuständig war und auch für die Bewachungsmannschaften. Denn ich weiß, dass Dr. Morgan damals Zweifel gehabt hat, wer überhaupt jetzt dafür, welches Gericht zuständig ist. Er hat es ja gemacht, aber man hat es ihm sehr übel genommen. Ich glaube, er ist ja auch angeeckt und ist auch, glaube ich, degradiert worden und sonstiges durch Himmler. Wir haben jedenfalls geglaubt, dass sogar die örtliche Staatsanwaltschaft zuständig gewesen wäre. Herr Zeuge, Sie haben dann noch geschildert auf die Frage meines Kollegen als Nebenklägervertreter, dass Sie in einem bestimmten Zeitpunkt von Himmler nach Dachau gekommen wären. War das SS-Straflager Dachau? Nein, ich war nicht im SS-Straflager. Ich war als sogenannter Ehrenhäftling, saß ich mit dem Weihbischof Neuhäusler, mit dem Herrn Niemöller, mit dem Major Stevens und sonstigen Herren saßen wir zusammen. Auch der General Halder war bei uns. Was war der Grund dieser Versetzung? Der Grund war, dass wir damals, der tiefere Grund war, dass wir damals das Exposé gemacht hatten und uns da etwas quergelegt hatten. Oder galten Sie zu weich als SS- und Polizeirichter? Nein, die Frage kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Ich könnte müssten Sie die fragen, die mich beurteilt haben. Ich weiß nicht, ob ich allzu weich galt. Ich habe jedenfalls, meines Erachtens ist das geschehen deswegen, weil wir Ihnen unangenehm waren. Ja, in der Situation. Denn wenn jemand jetzt hergeht und krass nach, wo ist was passiert und wer ist dafür zuständig und wer ist verantwortlich, das war natürlich den Herrn unangenehm. Ich darf nur mal erinnern, ich hatte zum Beispiel dem Herrn Jeckel, der in Riga oben saß, dem hatte ich sein bestes Pferd aus dem Stall, hatte ich eines Tages verhaftet. Das war ein gewisser Herr Menten, so ähnlich hieß der. Der hatte also alles, was in den Schlössern und Museen noch übrig geblieben war, hatte er in Krakau in einer Villa zusammengetragen. Ich habe den Mann eines Tages verhaftet und als ich dann alles so schön festgenommen hatte und den Tatbericht und das Verfahren gegen ihn durchführen wollte, dann musste ich eines Tages feststellen, dass das alle höchste Kreise deren Beauftragter war. Der war gar nicht mehr deutscher Staatsangehöriger, sondern war ein holländischer Kunsthändler, den man in Uniform gesteckt hatte. Nicht? Das war natürlich unangenehm, wenn man sowas macht, aber welche Überlegungen nun die Betreffenden sich angestellt haben, das weiß ich nicht. Aber Herr Zeuge, wenn ich die Frage des Herrn Rechtsanwalts Göllner noch mal hervorholen wollte, man muss Ihnen doch irgendetwas gesagt haben, als man Sie nach Dachau brachte. Oder hat man Ihnen gar nichts gesagt? Wir wurden nach Dachau gebracht. Anlass war
weil wir einen Häftling, einen holländischen Häftling, das war ein Fall eines holländischen Häftlings, der war 16 Jahre, war zu Hause ausgerissen, hatte sich älter ausgegeben, hatte sich zur Waffen-SS gemeldet, war dann aber aufgrund seiner Jugendlichkeit, war er aus der Waffen-SS formell entlassen worden und in Krakau hatte ihn dann, ich weiß nicht, irgendein Wirtschaftsführer vom Wirtschaftsverwaltungshauptamt, die hatten ihn aber weiter beschäftigt und der sollte keinen Urlaub kriegen, dem hatten wir Urlaub gewährt. Und da hatte man das als einen unnötigen oder jedenfalls nicht gerechtfertigten Eingriff in andere Kompetenzen angesehen. Herr Zeuge, eine letzte Frage. Haben Sie erlebt in Ihrem Urteilsbereich, dass Ihre eigenen Urteile durch Urteilskorrekturen begradigt wurden, sei es von dem höheren SS- und Polizeiführer, sei es vom Hauptamt SS- und Polizeigericht in München, sei es von Himmler oder ähnlichen Stellen, die praktisch einwirken konnten durch spätere, nochmalige Bestrafung der von Ihnen bereits Abgeurteilten oder Freigesprochenen in die SS-Straflager Danzig-Matzkau, Dachau und zu Dirlewanger? Also ich habe einmal erlebt, dass ein Urteil, das hatte erst ein Kollege gehabt, den Fall, und dann habe ich den Fall gehabt. Das war zweimal aufgehoben worden und war vom Reichsführer jedes Mal, stand da drin an den Anklagevertretern, aber darauf hinzuwirken, dass die Todesstrafe rauskäme. Wir haben aber die Todesstrafe, ist auch beim dritten Mal nicht rausgekommen. Aber es sind Fälle geschehen, dass Urteile aufgehoben worden sind. Sind noch Fragen von Seiten der Angeklagten? Aber ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass das an sich die Aufhebung eines Urteils ja nach der Kriegsstrafverfahrensordnung zulässig war. Nicht? Also ich meine, dass das darin allein noch nicht das Kriterium lag. Das Kriterium lag nur dann da drin, wenn dann gewissermaßen Anweisungen an den Richter kamen. Na, also bitte, du musst mal schärfer bestrafen. Also danach haben wir uns jedenfalls nicht gerichtet. Nein, die Frage ging ja woanders hin, wenn ich den Herrn Rechtsanwalt Göllner richtig verstanden habe. Ob die Urteile revidiert worden wären, das heißt in der Weise, dass weit höhere Strafen kurzerhand im administrativen Weg festgesetzt wurden. Ich muss sagen, dass Sie einen Mann bestraft hätten zu geschärftem Arrest und man hätte daraus die Todesstrafe gemacht. Nicht? Das war möglich. Ich erinnere mich aber, das muss ich Ihnen ganz offen sagen, im Moment erinnere ich mich nicht dran. Es war so, dass wir bei dem Obergruppenführer Krüger, wenn man ihm geschickt vortrug, dass man auch ein mildes Urteil von ihm bestätigt bekommen konnte. Ja. Also die größere Gefahr, die hätte meines Erachtens bei Himmler gelegen. Wenn keine Fragen mehr sind, Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören?